Ich weiß fast alles. Zum Beispiel, dass dein Clan mit wertvollen Zuchtpferden bei Turnieren sämtliche Preise abräumt. Tiefstapler. Ja, komm, das ist ja auch alles nicht so wichtig, oder? Ja, dein Statement ist ja auch irgendwie cool. Es ist bald wieder ein Turnier. Vielleicht wäre das eine nette Gelegenheit, mich mal deiner Familie vorzustellen. Sowohl ich als auch die Frau Designerin sind total begeistert von Ihnen. Und deswegen wollte ich fragen, ob Sie vielleicht doch Lust hätten, dass Sie bei der Dirndl-Modenschau mitlaufen dann. Ich werde mich der Kriminalpolizei stellen, damit die ihre Ermittlungen wieder aufnehmen. Ich werde behaupten, Barbara von Heidenberg zu sein. Wenn die von der Kripo denken, dass Sie Barbara von Heidenberg sind, dann was glauben Sie, wie die mit Ihnen umgehen? Ich muss die Wahrheit herausfinden. Ich komme sonst nicht zur Ruhe. Sie landen im Gefängnis. Wenn ich wirklich Barbara bin, dann habe ich auch diese Verbrechen begangen. Und da muss ich dazu stehen. Aber was soll die Polizei herausfinden? Die von der Versicherung haben schon alles recherchiert. Ihr Gebissabgleich und der von der Heidenberg sind nicht identisch. Paul hat behauptet, er hätte ein aktuelles Röntgenbild von mir mit dem von seiner Frau vertauscht. Das würde doch bedeuten... Sie dürfen Ihrem Ex-Mann nicht alles glauben. Der lügt doch wie gedruckt, nur um Sie wiederzukriegen. Sie wollen Gewissheit, dass Sie nicht Barbara von Heidenberg sind. Ja. Unbedingt. Die gibt es. Ich kann beweisen, dass Sie nicht meine Mutter sind. Also können Sie auch nicht Barbara von Heidenberg sein. Sie haben die ideale Dirndl-Figur mit einem gescheiten Holzbalkon. Also wenn Sie verstehen, was ich meine. Also Emma als Model? Das ist doch wohl ein Witz, oder? Das ist nett, dass Sie das sagen, Herr Bachmeier, als Erdmann. Aber Sie waren meine Wunschbesetzung. Und auch der Frau Palanti haben Sie gleich narrisch gut gefallen. Das ist furchtbar freundlich von Ihnen. Trotzdem, ich habe überhaupt keine Ahnung vom Modeln. Das macht überhaupt nichts. Bin sicher, Sie sind ein Naturtalent. Also jetzt überlegen Sie nicht lang, sagen Sie ja. Tut mir leid, ich möchte nicht. Das wäre ja noch schöner. Ich bin kein Model und ich will auch keins werden. Schott, also die Frau Palanti, die wird sehr enttäuscht sein. So ein Feschmadel wie Sie. Also gut, wenn Sie sich noch mal überlegen, gell? Na, rufen Sie mich um. Gell? Also, habe die Ehre. Also so ein alter Depp. Ja. Keine Ahnung, wieso der dich ablehnt und dafür mich ausgewählt hat. Ja, du doch, der ist doch total verkalkt. Ja, Geschmäcker sind eben verschieden. Du, mir soll's egal sein. Soll dieser Lüstling auf dich stehen, solange Felix auf mich fliegt? Sag mal, hast du meinen Mann gesehen? Grüß Gott. Ach, da ist er ja. Alfons, wo bleibst du denn? Ach. Da haben schon ein paar Leute nach dir gefragt. Ja. Was ist denn passiert? So ein Dreckwetter und dann verreckt man auch noch der Karren. Und er springt nicht mehr an. Ich habe alles versucht, aber... Ja, und jetzt? Ja, der Schmidt-Kalli hat mich zu seiner Werkstatt geschleppt und jetzt hat er mich hergefahren. Ja, und kriegen die das dann wieder hin? Nein, ich fürchte, wir brauchen einen neuen Motor. Mei, was kostet denn so ein Ding? Der Kalli würde uns einen Sonderpreis machen. Ja, aber was kostet's? Mit 4.000 Euro müssen wir schon rechnen, hat er gesagt. Mal Alfons, 4.000 Euro, Mensch, das haben wir doch im Moment gar nicht auf dem Konto. Hast du vergessen, dass unsere Kühltruhe den Geist aufgegeben hat und dass ich schon eine neue bestellt habe? Nein, das habe ich nicht vergessen, aber vielleicht müssen wir ja die Reparatur nicht auf einmal zahlen. Nee, das kommt überhaupt nicht in Frage. Sonnenbichles machen keine Schulden. Ja, dann haben wir nur die Alternative, dass wir an unser fest angelegtes Geld gehen. Das geht doch nicht. Das wird doch in 3 Monaten fällig. Mensch, dann hätten wir doch das ganze Geld 10 Jahre umsonst angelegt. Würden wir doch keinen Cent Zinsen sehen. Ja, hast du eine bessere Idee? Ja, wenn wir unser Lotteriegewinn noch hätten, da hätten wir dran gekonnt. Aber nö, den musstest du ja Emmas Schwester leihen. Ja, ich? Ja, ich kann doch das jetzt nicht auf einen Schlag zurückverlangen, oder? Nee, das kannst du nicht.
weil die das nur auf Raten bezahlen kann. Aber das haben wir vorher gewusst. Mai. Moment, ich hab's gleich. Hier. Ja, aber diesen Artikel kenne ich. Den hat mir Werner gezeigt. Der beweist gar nichts. Als meine Ziehmutter gestorben ist, hat mir mein Onkel gesagt, wer meine richtige Mutter war. Barbara Sachtleben. Als ich den Artikel gesehen habe und mir klar wurde, wer diese Frau wirklich war. Das war sicher ein Schock für Sie, als Sie erfahren haben, dass Sie der Sohn einer Mörderin sind. Der reine Horror. Aber für mich ist das mindestens genauso schlimm. Wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht diese Verbrechen begangen habe. Sie sind nicht Barbara. Bitte glauben Sie mir das. Aber dieser Artikel, der beweist das nicht. Um das rauszufinden, da müsste man einen Gentest machen. Den Test habe ich gemacht. Und das Ergebnis ist eindeutig. Sie sind nicht meine Mutter. Dankeschön. Peter, wenn Sie Ihre Hände suchen, die haben's in der Hosentasche. Fällt Ihnen sonst was auf? Nee, was denn? Na, der Dreck da. Schauen Sie zu, dass der verschwindet. Also. Und Sie, meine Herren, nehmen bitte den Hintereingang. Mein Heimkino. Endlich. Hier entlang, bitte. Bitte? Heimkino? Ja, Großbildleinwand, Beamer, DVD-Player, das neueste Soundsystem. Das wird unsere neue Oase. Also, das glaube ich jetzt nicht. Jetzt sollten Sie auch mal probieren. Wirklich, also so einen Film anzuschauen, das ist was ganz anderes, als in einen kleinen Fernseher zu starren. Mhm. Überlegen Sie das mal. Hm? Sie sollten sich was gönnen. Ja, aber so ein Heimkino kostet bestimmt auch eine Kleinigkeit, oder? Naja, also ein neues Auto könnte man sich schon davon kaufen, aber Qualität hat nun mal ihren Preis. Also das darf doch wohl nicht wahr sein, für so einen Schmarrn so einen Haufen Geld rauszuschmeißen. Das ist doch kein Schmarrn, Herr Sonnbücher, das ist Lebensqualität. Ja, die hätte ich auch gern. Aber ich wäre schon mit einem neuen Motor für mein altes Auto zufrieden. Ja, und warum kaufen Sie denn nicht? Warum? Weil Sie Ihre Schulden bei mir nicht zurückzahlen, darf ich Sie daran erinnern, dass Sie mit 2 Raten im Rückstand sind. Ja, ich bin im Moment leider nicht flüssig. Und wenn Sie Ihr Geld nicht für solche Hightech-Spielereien rausschmeißen würden, dann könnte ich mein Auto reparieren lassen. Also Sie enttäuschen mich wirklich, Herr Sonnbichler. Ich enttäusche Sie. Ja, dass Sie ein Kreditteil sind, das hätte ich wirklich nicht gedacht. Ich meine, ein bisschen Kulanz unter Freunden ist das wirklich zu viel verlangt. Rosalie. Ach. Herr Sonnbichler, das tut mir sehr leid. Das hat sie bestimmt nicht so gemeint. Und die Lieferanten nehmen gefälligst einen Hintereingang. Das habe ich Ihnen beim letzten Mal schon gesagt. Entschuldigung. Hat Frau Tarsch mein Menü geschmeckt? Sofern sie es überhaupt anrührt. Sie sieht sehr schlecht aus. Hoffentlich übersteht sie das. Was willst du damit machen? Keine Ahnung. Am liebsten würde ich ihn wegwerfen. Wenn ich nur wüsste, wer auf eine so geschmacklose Idee kommt, mir den Ring zuzuschicken. Na, wer wohl? Du meinst? Paul Wielander. Daran habe ich auch schon gedacht, aber wie bitte soll Paul Wielander an Barbaras Ring gekommen sein?
Du glaubst doch nicht, dass der echt ist. Er sieht zumindest so aus. Ich bin sicher, das ist eine Kopie. Woher soll Wielander wissen, wie unsere Eheringe aussahen? 5 Minuten im Internet reichen. Hier. Das ist ja ein Hochzeitsfoto von uns. Wenn man die Hand mit dem Ring vergrößert, kann man ihn ganz genau erkennen. Und das kann Wielander genauso herausfinden wie ich. Und Sie haben das Testergebnis wirklich weggeworfen? Wenn ich gewusst hätte, dass es irgendwann mal wichtig ist. Aber als sich herausgestellt hat, dass Sie nicht meine Mutter sind, da war die Sache für mich erledigt. Wichtig ist, Sie sind keine Mörderin. Darüber sollten Sie sich freuen. Wie sind Sie überhaupt an das Material für den Gentest gekommen? Ich habe heimlich ein Glas genommen, aus dem Sie getrunken hatten. Und sowas macht das Labor mit? Ich dachte, da müssen beide Parteien zustimmen. Sie bezweifeln, dass ich den Test gemacht habe. Nein, aber ich hätte das Ergebnis gerne schwarz auf weiß. Sie sind nicht Barbara. Wenn der Test etwas anderes ergeben hätte, das hätte ich doch nicht vor Ihnen verheimlichen können. Weil ich Sie sehr mag. Und wenn Sie meine Mutter wären, darüber wäre ich doch glücklich. Entschuldigen Sie. Aber jeder erzählt mir hier was anderes. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wem ich vertrauen kann. Paul Wielander sicher nicht. Er will unbedingt, dass Sie Herrn Seifeld verlassen. Dafür würde er Ihnen alles auftischen. Aber was Herrn Seifeld angeht, ich bin mir sicher, dass ihm wirklich etwas an Ihnen liegt und er hat keinen Grund zu lügen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wenn Sie immer noch zweifeln an dem, was ich Ihnen erzählt habe, dann wiederholen wir den Gentest eben. Dankeschön. Ach, Emma, komm. Das musst du dir anschauen. Unser Heimkino ist ein Traum. Ich kann es gar nicht erwarten, es mit Felix endlich anzuweisen. Wieso hast du deine Schulden bei Herrn Sonnbichler noch nicht bezahlt? Was geht dich das an? Rosalie, die Sonnbichlers stehen mir nahe. Und wenn du dich ihnen gegenüber nicht korrekt verhältst, dann fällt es auch auf mich zurück. Komm, du dramatisierst das alles. Herr Sonnbichler hat dir das Geld geliehen, weil du in Not warst, nicht damit du dir Luxus-Schnickschnack kaufst. Emma, du siehst das alles so eng. Wann zahlst du deine Schulden zurück? Wenn ich wieder flüssig bin. Du erledigst das diese Woche bitte noch. Und womit soll ich bitte zahlen? Hm? Unser ganzes Geld ist in diese Wohnung geflossen. Dann gibst du halt dieses teure Heimkino zurück. Ein einfacher Fernseher wird's ja wohl auch tun. Emma, unsere Wohnung ist mit Designermöbeln ausgestattet. Wie sieht das denn aus, wenn ich deine mickrigen Fernseher reinstelle? Rosalie, das ist mir sowas von egal. Du kannst nicht Luxussachen kaufen und gleichzeitig Freunde hängen lassen. Sowas macht man nicht. Du kannst ja gleich zu Felix rennen und es ihm petzen. Darin hast du ja Übung. Felix weiß gar nichts von deinen Schulden? Das ist meine Sache. Und Herr Sonnbichler soll sich mal nicht so haben. Ich meine, der wird schon nicht verhungern, nur weil er 2 Raten von mir nicht termingerecht bekommen hat. Du auf einem Reitturnier? Ja. Ausgerechnet du? Ja, wenn das lustig wäre, würde ich mitlachen. Mensch, Xaver, du bist echt unglaublich. Ich kann doch nichts dafür. Dass Karl auf dieses Reitturnier mit mir will, das ist doch völlig... Ja, jetzt schieb du ihr das mal nicht in die Schuhe. Würdest du sie nicht mit deiner adligen Herkunft anlügen, dann wäre sie auch überhaupt nie auf die Idee gekommen. Aber was soll ich denn jetzt machen? Wenn ich die Echten von Kronendorf da treffe, das überlebe ich nicht. Wie komme ich denn aus der Nummer jetzt wieder raus, bitte? Also, mir würde da spontan eine ganz einfache Lösung einfallen. Na, vergiss es. Ich kann Carla nicht die Wahrheit sagen. Noch nicht. Ich will sie nicht verlieren, weißt du? Hast du nicht eine bessere Idee irgendwie? Nein, du könntest krank werden. Das hilft mir da auch nur kurzfristig. Dann wird sie meine Eltern eine Woche drauf kennenlernen wollen. Ja, nicht, wenn du verstoßen wurdest. Du könntest behaupten, dass es einen riesen Eklat gibt, wenn du da wieder auftauchst. Marie, das ist es.
Ich habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, weil die haben mich rausgeschmissen und enterbt, weil ich sie enttäuscht habe. Ja, Mensch, aber das ist doch schon wieder so eine Lügengeschichte. Das ist die Lösung. Danke dir. Ich verstehe wirklich nicht, wie du diesem Kerl helfen kannst. Ich lasse alte Freunde nicht im Stich. Versetz dich mal in die Lage dieser armen Carla Müller. Möchtest du mit einem Mann zusammen sein, der dich von früh bis spät belügt? Du nimmst Rücksicht auf die Gefühle einer Frau. Das ist ja mal was ganz Neues. Wenn du jetzt wieder auf diese dämliche Wette in Thalheim anspielst. Naja, damals hast du mich von hinten bis vorne belogen. Ja, ein einziges Mal. Und das tut mir auch leid. Und ich habe mich dafür entschuldigt. Mehrfach. Aber du hilfst einem Kerl, der das von früh bis spät macht. Ob dir das nun passt oder nicht. Xaver und du, ihr habt mehr gemeinsam, als dir lieb ist. Verantwortung ist wirklich ein Fremdwort für Rosalie. Wie kann sie teure Sachen kaufen, statt zuerst ihre Schulden zu begleichen? Und dass sie Felix nichts davon gesagt hat. In einer Beziehung sollte man aufrichtig sein. Wahrscheinlich erzählt sie ihm deshalb nichts davon, weil sie genau weiß, was er davon halten würde. Aber dieses Mal mische ich mich da nicht ein. Es ist nicht mein Problem, wenn sie es sich mit allen Leuten verdirbt, die es gut mit ihr meinen. Soll sie selbst sehen, wie sie das gerade biegt. Trotzdem schäme ich mich für Rosalie, dass sie Herrn Sonnbichlers Hilfsbereitschaft so ausnutzt und nicht zu würdigen weiß. Das ist echt das Letzte. Wir könnten mit der nächsten Infusion beginnen. Wie fühlen Sie sich? Gut. Dann werde ich Sie mal holen. Ich habe Angst. Was ist, wenn die Therapie nicht anschlägt? Dann war die ganze Quälerei umsonst. Kommen Sie! Machen Sie sich jetzt nicht verrückt! Wir wissen doch noch nicht mal, ob wir überhaupt einen geeigneten Knochenmarkspender für mich finden. Es gibt riesengroße Spenderdateien. Sie sind bereits typisiert. Warum sollte ausgerechnet für Sie kein passender Spender dabei sein? Selbst wenn fremdes Knochenmark kann vom Körper abgestoßen werden, das habe ich gelesen. Wir überqueren die Brücke, wenn wir sie erreicht haben, okay? Ich bin zu ungeduldig. Ich verstehe Ihre Angst, aber versuchen Sie, sich nicht Sorgen über Dinge zu machen, die vielleicht nie eintreten werden. Ich hatte einen Professor in London, der wollte zu jedem Thema 5 verschiedene Varianten haben. Ja, aber seitdem habe ich mir angewöhnt, jede Möglichkeit durchzuspielen. Und ich habe mir angewöhnt, einen Schritt nach dem anderen zu machen. Trotzdem, ich möchte ganz genau wissen, was mit mir passiert und auch, was ist, wenn Sie haben gute Chancen, durch die Chemo geheilt zu werden. Freuen Sie sich auf die Zeit, wenn Sie wieder gesund sind. Jetzt ruhen Sie sich ein bisschen aus. Ich hole die Infusion. Da bist du ja. Du siehst müde aus. War viel los in der Praxis? Ja, ziemlich. André hat im Internet recherchiert. Ich kann mir jetzt vorstellen, wie dieser angebliche Ring von Barbara hier aufgetaucht ist. Ist ja dein Hochzeitsfoto. Mhm. Schau mal, wenn man Barbaras Hand entsprechend vergrößert, dann ist es kein Problem, den Ehering genau zu erkennen und zu kopieren. Hältst du den Ring für eine Fälschung? Ja, was denn sonst? Ich nehme an, dass dein Noch-Ehemann ihn mir zugeschickt haben wird. Er setzt alles daran, dich zurückzugewinnen. Er verkraftet seine Niederlage nicht. Vielleicht hofft er, mich zermürben zu können, damit ich freiwillig auf dich verzichte. Den
denkt sich so krankes Zeug aus? Aber was Paul Wieland auch immer vorhat, er wird damit keinen Erfolg haben. Das hoffe ich. Uns wird nichts mehr auseinanderbringen können. Wir gehören zusammen. Lass uns diesen Kerl einfach vergessen und uns auf unser Leben und unsere Liebe konzentrieren. Wolltest du mich sprechen? Ja, ich habe über deine Vorwürfe nachgedacht. Hast du eingesehen, dass du das Geld Herrn Sonnbichler zurückgeben musst? Emma, komm, jetzt setz dich erstmal. Was machst du denn mit Mamas alter Bibel hier? Ich habe die unter meinen alten Sachen gefunden und da dachte ich, Bingo. Weißt du, weil Mama hat doch immer gesagt, die Bibel wäre das Wertvollste, was ich besäße. Ja, und? Naja, wenn ich die ins Pfandhaus bringe, dann sollte das für eine Rate an Herrn Sonnbichler reichen. Du willst Mamas Bibel versetzen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Wie, soll ich jetzt meine Schulden abbezahlen oder nicht? Ja schon, aber doch nicht so. Ja, aber ich besitze sonst nichts, von dem ich mich trennen kann. Na, was ist denn mit deinen Designerklamotten? Na, Emma, bitte. Wie soll ich denn repräsentieren als Frau des Geschäftsführers und Teilhabers? Die Bibel ist Mama ans Herz gewachsen, das kannst du nicht bringen. Ich will sie auch gar nicht verkaufen, weißt du? Wenn ich wieder flüssig bin, dann löse ich sie aus. Also, bring ins Pfandhaus, was du willst, aber nicht Mamas Bibel. Super. Ja, dann sag du mir, wie ich das Geld für Herrn Sonnbichler auftreiben soll. Störe ich? Nein, überhaupt nicht. Ich bin froh über ein bisschen Abwechslung. Ich habe gedacht, meine Mutter ist die ganze Zeit dabei, wenn die Chemo läuft. Ist sie auch, sie musste nur kurz telefonieren, kommt aber gleich wieder. Wie geht's dir? Gut. Victoria. Ich liege hier, sehe zu, wie das Zeug durchläuft und weiß, es vergiftet mich. Aber es hilft dir. Das ist doch nicht sicher. Die Chancen stehen aber sehr gut. Am liebsten würde ich die Schläuche wegreißen, aber ich kann nicht, weil diese Krankheit in meinem ganzen Körper steckt. Du wirst sie besiegen. Ich bin mir ganz sicher. Jeder fordert mich auf, zu hoffen, zuversichtlich zu sein, daran zu glauben. Aber das sagt sich so einfach, wenn man gesund ist. Warst du jemals richtig krank? Also außer Kinderkrankheiten und einer Blinddarm-OP. Dann weißt du nicht, wie es ist, wenn der eigene Körper einen einfach im Stich lässt. Ich komme mir vor wie in einem Albtraum, aus dem ich nicht mehr aufwachen kann. Ich weiß, es bringt nichts, sich dagegen zu wehren, aber es fällt mir einfach schwer, ruhig zu bleiben. In meinem ganzen Leben noch nie so verlassen und ohnmächtig gefühlt.
ein Fax? Selbstverständlich. Wird erledigt, Herr Schwarz. Vielen Dank, ja. Bitte sehr. Herr Sonnbichler, haben Sie einen Moment für mich? Für Sie doch immer. Wo drückt er schon? Ich habe ja gestern mitbekommen, wie Rosalie mit Ihnen umgesprungen ist. Erinnern Sie mich lieber nicht dran. Dass sie ihre Schulden bei Ihnen nicht bezahlt, das geht nicht. Tja, Ihre Schwester hat nun mal andere Prioritäten. Aber Sie müssen die Reparaturkosten für Ihr Auto bezahlen. Und deshalb würde ich Ihnen gerne helfen. Machen Sie sich da keine Gedanken drüber, das ist nicht Ihr Problem. Aber mir ist das Ganze schrecklich peinlich. Ihnen? Ihrer Schwester soll's peinlich sein. Sie sucht ja schon nach einer Lösung, aber bislang... Ja, da bin ich mir sicher. Naja, aber sie wird mir das Geld schon geben. Fragt sich nur, wann. Ja, das Ganze wäre auch überhaupt kein Thema, wenn nicht ausgerechnet jetzt mein Auto kaputt wäre. Und wir an unser Festgeld nicht erst in 3 Monaten ran könnten. Und deshalb würde ich Ihnen gerne eine Anzahlung machen. 200 Euro. Emma, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich von Ihnen das Geld nehme. Aber Sie müssen... Emma! Sie sollen nicht immer für Ihre Schwester in die Bresche springen, sonst lernt sie nie draus. Aber Sie brauchen das Geld doch. Aber nicht von Ihnen. Wenn es mir Ihre Schwester nicht gibt, ja, mei, selber schuld. Ich hätte sie ja nicht leihen müssen. Sie sind nicht der Erste, der auf Rosalie reinfällt. Und sicher auch nicht der Letzte. Aber eigentlich hätte ich es ja besser wissen müssen. Aber ich verspreche Ihnen, Emma, nochmal wird mir sowas nicht passieren. Herr Sonnbichler, bitte nehmen Sie mein Geld. Nein, und Ende der Diskussion. Außerdem wird es mir gar nicht weiterhelfen. Der neue Motor kostet 4.000 Euro. Was? Viel? Ja. So viel habe ich natürlich nicht. Ja, drum zerbrechen Sie sich bitte nicht Ihren Kopf. Außerdem erledigen wir ja sowieso das meiste zu Fuß. So, jetzt muss ich das Fax wegschicken. Schönen guten Morgen. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du schon aufgestanden bist. Ich wollte dich überraschen. Das ist dir gelungen. Und wie hast du geschlafen? Wunderbar. Ganz ohne Albträume. Das siehst du. Ich hoffe, die Schatten der Vergangenheit sind wir damit endgültig los. Bitte sehr. Für mich? Mhm. Der ist wunderschön. Probier ihn an. Werner, ich freue mich wirklich sehr, aber ich kann den Ring nicht annehmen. Warum nicht? Schau, ich bin doch noch nicht mal von Paul geschieden und ich möchte nichts überstürzen. Was ist darin komisch? Es ist mir schon klar, dass es ein wenig überstürzt wäre, wenn ich dir jetzt einen Antrag machen würde. Das war gar keiner. Dieser Ring ist ein Geschenk, um dir zu zeigen, wie viel du mir bedeutest. Ich würde mich freuen, wenn du ihn annehmen würdest. Guten Tag. Max. Jo. Gibt's Post für mich? Ja, gibt's. Bitte schön. Heißt nicht Jo, sondern wie bitte? Wäre es nicht doch besser, wenn ich Felix von Rosalies Schulden bei Herrn Sonnbichler erzähle? Aber dann hält er mich für eine Petze und Rosalie würde mich dafür hassen. Andererseits, Herr Sonnbichler muss sein Geld zurückbekommen. Und wenn einer helfen kann, dann Felix. Morgen, Emma. Grüß dich, Felix. Gut, dass ich dich treffe. Ich würde nämlich gern was mit dir besprechen. Ja, schieß los. Ich will nur nicht, dass du denkst, dass ich Rosalie in den Rücken falle. Das habe ich ganz vergessen. Ich hatte ja keine Ahnung. Wie ist das denn ausgegangen? Naja, sie muss sehen, wie sie da jetzt wieder rauskommt. Vielleicht mit deiner Hilfe? Wie mit meiner Hilfe? Auf dem Laufsteg kann ich ihr nicht helfen. Du sprichst von dem Model-Casting. Ja, natürlich. Du nicht?
Hat Rosalie dir nichts erzählt? Nein. Ist sie nicht genommen worden? Ah. Pachmeier und die Designerin, die fanden sie nicht dirndlgerecht genug. Aha. Das heißt? Naja, sie wollten halt jemanden mit mehr, naja, mit runderen Formen halt. Mhm. Hoffentlich ist sie nicht allzu frustriert und geht einkaufen. Das hier sind nämlich schon alles Rechnungen von Rosalies Vorliebe für exklusive Wohnungseinrichtungen. Hm. Ach so, Emma, du wolltest mich irgendwas fragen? Hat sich erledigt. Haben dich verstoßen? Das ist ja furchtbar. Tja, nur weil ich eine Bürgerliche geliebt habe. Meine Eltern hatten sogar eine adlige Braut schon ausgesucht. Warum hast du mir das denn nie erzählt? Naja, es ist ja nicht gerade ein Highlight in meinem Lebenslauf. Mein armer Liebling. Den Sohn mit einer Frau verheiraten zu wollen, die er nicht liebt. Dass es sowas überhaupt noch gibt. Meine Eltern sind im 18. Jahrhundert hängen geblieben. Die träumen heute noch von einer Monarchie. Wahnsinn. Wenn die erfahren, dass ich jetzt wieder mit einer Bürgerlichen zusammen bin, dann ist nichts mit Versöhnung. Keine Chance. Trotzdem hältst du zu mir. Ich liebe dich nochmal. Eigentlich kann ich deinen Eltern dankbar sein. Warum? Ja, wenn sie dich nicht verstoßen hätten, dann wärst du jetzt verheiratet mit einer anderen. Und wir beide, wir hätten uns nie kennengelernt. So, putzen. Herr Bürgermeister. Ja, putzen. Das ist freilich eine Alternative zur Modelkarriere. Ich bin ganz zufrieden mit meiner Arbeit. Ich brauche diese Glanz- und Glamour-Welt nicht. Wer sich eine solche Chance durch die Lappen gelassen, der ist für mich deppert, das sag ich Ihnen. Herr Pachmeier, wenn Sie bloß dahergekommen sind, um mich zu überreden, ja, schau, dann... nicht nur ich, sondern auch die Frau Designerin, die Sand von Erna. Hin und weg. Und deswegen sollte Erna auch von der Designerin ein Angebot unterbreiten. Das da wäre. Wenn Sie bei der Modellmodeschau mitlaufen darf, dann kommen Sie in Prospekt und in den Katalog von der Dirndl-Firma. In einen Katalog? Ja, stellen Sie sich mal vor, die ganzen Leute, die taten ihn bewundern. Sie waren quasi ein Star. Nein, das ist nichts für mich. Ich bin mit meinem Leben ganz zufrieden. Also wer ein solches Angebot ausschlagt, der verzichtet auf einen großen Haufen Geld, das sage ich dir. Geld? Sie könnten sich, weiß der Teufel, was für Träume erfüllen. Um wie viel geht's denn da? Ja, so 3.000, würde ich sagen. 3.000? Für 4.000 mache ich's. Ja. Hab's ja gleich gesagt, der Gescheitsmadel. Ich rede mit der Frau Designerin. Ja. Abgemacht? Ja. Ich sag allweil, Geld allein macht nicht glücklich, es muss ihm auch gehören. Also, habe die Ehre. Tarasch hat jetzt Zeit, sich ein bisschen auszuruhen. Die Erholungspause ist auch dringend nötig. Sie ist so zerbrechlich geworden. Ja, vor allem nimmt sie die Krankheit psychisch so mit. Sie fühlt sich so allein. Obwohl wir uns alle um sie kümmern. Naja, den Kampf gegen die Leukämie, den muss sie ja letztlich auch ganz allein kämpfen. Wir können ihr dabei nur zur Seite stehen. Ja, sicher. Ich habe schon überlegt, ob ich ihr nicht einen Therapeuten empfehlen soll. Einen Therapeuten? Für Victoria? Vergiss es. Aber sie braucht jemanden, dem sie sich anvertrauen kann. Ich hatte erst gedacht, ihr Bruder oder du wärt dafür die Richtigen, aber inzwischen bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich tue doch, was ich kann. Ich bin bei ihr in jeder freien Minute. Hey Simon, es war keine Kritik an dir. Ich weiß, dass du für sie da bist. Sie vertraut mir. Die muss sie nur dazu bringen, dass sie mehr mit dir über ihre Ängste redet. Ja, das Problem ist nur, ich weiß nicht, wie ich ihr noch Mut machen soll.
heißt das? Ich bin kein Psychologe. Ich weiß nicht, wie ich ihr noch helfen kann. Jede freie Minute zum Sport nutzen, das lobe ich mir. Ich freue mich schon auf den Tag, wenn das Laufen mir endlich anfängt, Spaß zu machen. Bis 10, das kommt alles mit dem Erfolg. Na, dann kann es ja nicht mehr lange dauern. Genau. Also, wenn man dich so anschaut, hast du echt super Fortschritte gemacht. Ja, ein paar Kilo sind schon weg. Und jetzt heißt's, dranbleiben, dann wirst du am Ende mit einem Top-Körpergefühl belohnt. Ich fühle mich jetzt schon viel wohler als vorher. Das sieht man dir auch an. Weißt du was? Ich bin sogar gefragt worden, ob ich bei einer Dirndl-Modenschau mitmache. Mit Fotos für einen Prospekt. Wow, und? Machst du? Super. Dann können wir dich ja bald auf den Laufstegen von New York, Tokio, Paris bewundern. Nein, die Dirndl-Show, das ist eine einmalige Sache. Abwarten. Nein, so dünn wie manche Models sind, will ich gar nicht werden. Die Hauptsache ist doch einzig und allein, dass ich mich wohlfühle. Ja. Also, ciao. Okay, ciao. So, bitteschön. Danke. Ah, hallo. Tag. Frau Wielande. Ich hoffe, Sie nehmen mir nicht übel, dass ich den Gentest heimlich gemacht habe. Das kann ich sogar verstehen. Haben Sie sich schon überlegt, ob Sie den Test wiederholen wollen? Sie wollen den Test nochmal machen? Ja, ich habe es mir überlegt und nein, ich will ihn nicht wiederholen. Ich habe doch keinen Grund daran zu zweifeln, was Sie gesagt haben. Sie haben sicher recht, das Ganze war nur ein Trick von Paul. Und ich wäre beinahe drauf reingefallen. Aber ich lasse mich nicht mehr verunsichern. Sehr gut. Tief in mir drin, da weiß ich ganz genau, dass ich Barbara gar nicht sein kann. Ich weiß nicht, warum ich gezweifelt habe. Sie waren verwirrt. Das ist ja auch kein Wunder bei all dem, was Sie durchmachen mussten. Sie haben jedenfalls ganz großen Anteil daran, dass ich endlich weiß, wer ich bin. Danke. Werde ich ihn nie vergessen. Bei all dem, was dieser Heidenberg angerichtet hat. Wissen Sie, was ich am schlimmsten finde? Dass sie sie als Kind weggegeben hat. Das ist wirklich unverzeihlich. Jede andere Mutter wäre so stolz, einen Sohn wie sie zu haben. Los, Frau Dr. Konopka wartet schon. Und zwar wegen deiner Schulden. Ah, keine Angst, ich bin nicht auf dem Weg ins Pfandhaus. Es geht nicht um die Bibel. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich zu Geld komme. Du? Dann kann Herr Sonnbichler den neuen Motor für seinen Wagen kaufen. Super. Und verrätst du mir auch, welche Quelle du aufgetan hast? Die Dirndl-Firma möchte mich nicht nur für die Modenschau haben, sondern auch als Model für ihren neuen Katalog. Aber du hast doch die Modenschau abgelehnt. Ich hab's mir anders überlegt, weil ich für die Schau und die Fotos nämlich genau die Summe bekomme, die Herr Sonnbichler braucht. Und die leihe ich dir. Und du gibst mir das Geld wieder zurück, wenn du es hast. Das ist die Lösung. Ja, das ist ja total nett von dir. Aber dass die ausgerechnet dich gefragt haben? Du hast doch selbst gesagt, dass ich schon total abgenommen hätte. Ja, stimmt auch. Weißt du, ich bin nur ein bisschen erstaunt, dass meine kleine Schwester jetzt zum Supermodel avanciert. Es ist ja nur für die eine Dirndl-Kollektion. Ja, wie auch immer. Also du würdest mir das Geld wirklich vorstrecken. Damit Herr Sonnbichler zumindest den Teil des Geldes von dir bekommt, den er braucht, um den neuen Motor zu bezahlen. Ich freue mich, ehrlich. Wir sind schließlich Schwestern. Aber Wiedersehen macht Freude, Rosalie.
Danke. Du bist ein Schatz. Ich bin so froh, dass ich dich habe. So, Nils, das sind deine Fitnesstermine für heute. Danke. Und, wie war der Ausritt? Für mich sehr schön, aber... Ihrem Prinzen hat's weniger gefallen? Xaver ist wahrscheinlich der Einzige von Krondorf, der sich auf einem Pferd nicht wohlfühlt und drauf sitzt wie ein nasser Sack. Na, weiß nicht, ist kann er noch werden. Aus ihm wird kein Turnierreiter. Das ist nicht das Einzige, was ihn von seiner Familie unterscheidet. Lass ihn nicht sagen. Er macht sich nichts aus Traditionen. Er ist immer ein moderner Prinz. Sowas soll's ja geben. Er hat sich sogar geweigert, eine Adlige zu heiraten. Und wurde deshalb verstoßen. Tragische Geschichte. Dabei hatte ich mich so darauf gefreut, endlich mal seine Familie kennenzulernen. Na, Kopf hoch. Vielleicht klappt's ja noch. Berufsoptimist, was? Ich kenne auch so eine Familie. Da hat der eine darauf gewartet, dass der andere den ersten Schritt macht. Ach, Sie meinen... Ja. Wie wär's, wenn Sie den Kontakt herstellen? Vielleicht schaffen Sie es, die beiden Streithähne wieder zu versöhnen. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. So sehr, wie die zerstritten sind. An Ihrer Stelle würde ich es auf den Versuch ankommen lassen. Aber nachher mache ich alles noch viel schlimmer. Wenn Sie sich als Retterin des Familienfriedens präsentieren, empfangen seine Eltern Sie bestimmt mit offenen Armen. Sie werden schon sehen. Wie man's nimmt. Was heißt das denn? Ich habe Silvia von dem Gentest erzählt. Sie weiß, dass du ihr Sohn bist? Wie hat sie reagiert? War sie sauer, dass du es hinter ihrem Rücken gemacht hast? Ich habe behauptet, der Test hat ergeben, sie wäre nicht meine Mutter. Wieso das denn? Ab jetzt ist das die offizielle Version. Auch für dich kann ich mich darauf verlassen? Ben, hat sie dir einfach geglaubt, dass... Also ich meine, wollte sie nicht das schriftliche Ergebnis sehen? Ich habe behauptet, ich habe den Test weggeworfen. Und sie hat nicht auf einer Wiederholung bestanden? Sie vertraut mir. Und was hättest du gemacht, wenn es zu einem zweiten Test gekommen wäre? Dann wäre mir schon was eingefallen, den zu fälschen. Notfalls hätte ich ein Haar von dir gebraucht. Bist du dir sicher, dass das die richtige Entscheidung ist? Wenn Silvia die Wahrheit erfahren würde, dann würde sie sich der Polizei stellen und dann muss sie ins Gefängnis. Und ich verliere meine Mutter endgültig. Ja? Hey. Hey. Hier, der neueste Klatsch und Tratsch von den Promis. Danke, aber du brauchst mir nicht jedes Mal was mitbringen. Na gut, dann jedes zweite Mal. Ich würde ganz gern was mit dir besprechen. Also... Du hast die erste Chemotherapie jetzt hier hinter dir. Ach, ja, zum Glück. Willst du nicht... Also ich meine, wäre es nicht besser, wenn du für die weiteren Behandlungen in ein Krankenhaus gehst? Darauf hat mich dein Onkel ja schon angesprochen. Ich bin hier für alle nur eine Belastung, ich weiß. Ach, Quatsch! Ich finde nur, dass du optimal versorgt sein solltest. Simon, es ist wirklich lieb, was für Gedanken ihr euch alle um mich macht. Du, deine Mutter, Felix. Ja. Hey, wir wollen alle nur dein Bestes. Ich möchte hier bleiben. Überleg's dir nochmal.
Ich werde dich besuchen im Krankenhaus, jeden Tag. Simon, ich gehe nicht ins Krankenhaus, das ist mein letztes Wort. Warum denn nicht? Ich meine, du, mal abgesehen von der besseren Betreuung, du könntest dich im Krankenhaus mit anderen Patienten austauschen und alles. Respektier doch bitte einfach meinen Wunsch. Meine Überlebenschance beträgt 50%, das ist ja im Grunde gar nicht so schlecht. Du wirst wieder gesund. Ganz bestimmt. Du darfst die Hoffnung nicht aufgeben. Das tue ich nicht. Ich bin nur realistisch und sollte ich an der Leukämie sterben, dann möchte ich nicht, dass das in einem anonymen Krankenhaus passiert. Kannst du das verstehen? So. Gut, wo muss ich unterschreiben? Halt. So schnell schießen, preisen nicht. Schau erst einmal durchlesen. Wir müssen doch wissen, was drinsteht. Stimmt, nicht, dass ich mich am Ende mit meiner Unterschrift für den Kauf einer Waschmaschine und ein Jahresabo der Zeitschrift Hasimausi Wauzi verpflichte, nicht wahr? Genau. Und wenn es auch Probleme gibt, ich sag euch, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Der Spruch ist von mir. Was für Probleme denn? Ja, weiß ich auch nicht, aber wenn was nicht passt, dann bin ich schuld. Und da muss ich mich schützen. Ah, hier stimmt was nicht. Sing's, Chance. Da steht Kleidergröße 46, das müssen wir korrigieren. Ich habe nämlich inzwischen schon 42. Ja, mir ist auch schon aufgefallen, dass Sie ein bisschen schlanker geworden sind. Mhm. Ja, mit Sport und Diät kriege ich das ganz gut hin. Ja, das ist aber leider der Witz ist der, die Designerin, die braucht mollige Dirndl-Modelle. Naja, gut, 42 ist ja nicht gerade dünn, Herr Pachmann. Ja, aber zu wenig. Also, wenn Sie den Vertrag unterschreiben, dann müssen Sie bis dahin schon ungefähr, sagen wir so, 10 Kilo wieder zunehmen. Aber so richtig steht dir der Sinn nicht nach Gerb Knödel, oder? Eigentlich nicht. Und warum isst du ihn dann? Hey. Emma. Was ist denn los mit dir? Wenn die Heidenberg Sponheims leibliche Mutter ist, gibt es eine Möglichkeit, die Identität von Silvia ein für alle Mal zu klären. Die Emma will zunehmen, damit sie als Model arbeiten kann, um das Geld zu verdienen. Ja, genau. Also, wie viel schuldet sie Ihnen? Das ist doch Blödsinn. Silvia ist Barbara, habe ich recht? Die Emma hat keine Schulden bei mir, sondern... Rosalie.